Islamische Terroristen führen Krieg in Europa. 17 Menschen sterben letzte Woche in Frankreich. Tag für Tag morden Gotteskrieger für ihre Überzeugung. Blutige Gewalt im Namen Allahs. Das Ziel? Eine islamische Weltherrschaft. Für die Attentäter von Paris zeigen deutsche Islamisten Verständnis. Das ist einfach eine logische Schlussfolgerung, wenn man ständig sieht, wie der Prophet Bilal nicht wird. Sie kämpfen für einen islamischen Staat, gegen Kapitalismus und demokratische Werte. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die islamische Welt aufsteht und sich endlich gegen diesen Westen und gegen die Besatzer, gegen diese Mörder und gegen diese Terroristen wehrt. Die Zahl radikaler Islamisten, die aus Deutschland in den Krieg ziehen, steigt Jahr für Jahr. Als Rückkehrer werden sie zur Herausforderung für die Sicherheitsbehörden. Wir haben vielleicht 180 kampferprobte Rückkehrer aus Syrien und dem Irak, die möglicherweise bereit sind, Anschläge zu machen. Lässt sich der Vormarsch der Islamisten stoppen? Berlin, letzten Samstag. Eine exklusive Begegnung. Anhänger von Al-Qaida sind bereit, uns zu treffen. Gekommen ist Bernhard F., ehemaliger Linksterrorist, inzwischen konvertiert. Und der 19-jährige Deutsch-Marokkaner Abu Da. Er ist seit anderthalb Jahren in der islamistischen Szene und gilt als enger Vertrauter von Bernhard F. Beide sind Gefährder. Das heißt, die Behörden trauen ihnen terroristische Anschläge zu. Abu Da musste deswegen bereits im vergangenen Herbst seinen Reisepass abgeben. Für die Anschläge von Paris gäbe es in ihrer Szene viel Verständnis. Ich werde also jetzt nicht irgendwie hier, was nach deutschem Recht eine Straftat ist, irgendwie billigen. Aber man muss, und da muss sich der Staat auch darüber im Klaren sein, dass das in der muslimischen Community eine Menge klammheimlicher Freude gibt über solche Aktionen, die dann da gegen Charlie Hebdo eben durchgeführt wurde. Das ist einfach eine logische Schlussfolgerung, wenn man ständig sieht, wie der Prophet beleidigt wird, wenn man dagegen redet, Kundgebung macht, Demos, sich beschwert, Beschwerdenbrief und passiert nichts. Und man schikaniert die Muslime weiter und sie sollen nicht mehr Piep sagen, sie sollen das einfach hinnehmen. Dann kommen irgendwann Emotionen hoch und dann passiert halt sowas. Eine erstaunliche Offenheit für jemanden, der versichert, Gewalt abzulehnen. Den Passentzug durch das Amtsgericht Tiergarten in Berlin empfindet er als willkürlich und ungerecht. Doch solche staatlichen Maßnahmen beeindrucken die Islamisten kaum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der nach Syrien will, sich durch einen Passentzug aufhalten lässt. Auf Nachfrage erklären die Behörden, es gäbe rund 260 sogenannte Gefährder. Sie klagen, ihnen seien in vielerlei Hinsicht die Hände gebunden. Auch wir in Deutschland kennen eine Vielzahl von Personen, die salafistisch orientiert sind, die möglicherweise auch bereit sein könnten, Anschläge zu begehen. Aber wir können nicht hinter jeder Person einen Verfassungsschützer stellen und wir dürfen es auch nicht. September 2013 in Frankfurt. Bundesweit wird die salafistische Szene auf mehr als 6.300 Anhänger geschätzt, Tendenz steigend. Wir besuchen eine Veranstaltung des bekannten Salafisten Pierre Vogel. Längst nicht alle hier sind gewaltbereit. Doch für die Behörden ist klar, aus dem salafistischen Umfeld rekrutieren Terrororganisationen neue Mitglieder. Auch dieser junge Mann hat sich anwerben lassen. Tariq S. kämpft heute als Osama al-Almani für den IS in Syrien. Als wir ihn interviewen, ahnen wir nicht, dass er kurze Zeit später in den Kampf ziehen wird, dass dies seine letzten öffentlichen Worte in Deutschland sind. Der Islam ist der Sinn meines Lebens geworden. Okay? Und daher, also jetzt ist es so, dass wenn ich eine Hadith höre, beziehungsweise einen Koranvers, ich versuche so gut wie möglich, ne, so gut wie möglich dies zu praktizieren. Okay?
und auch so gut wie möglich die anderen Menschen darauf aufmerksam zu machen, dies zu praktizieren. Was das Praktizieren des Islam für Tariq S. bedeutet, wird uns bei der weiteren Recherche für diesen Film klar. Wir erkennen ihn später auf den Propagandabildern des IS wieder. Würden Sie tatsächlich für Ihre Religion Ihr Leben riskieren? Nächste Frage. Wir wollen wissen, wieso zieht ein junger Mann in den Krieg? Tariq S. war hier in Bielefeld ein beliebtes Mitglied der islamischen Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich offen zur deutschen Verfassung bekennt. Man empfängt uns freundlich, ist hier selbst erschüttert über die plötzliche Radikalisierung von Tariq S. Also ich kenne Tariq jetzt seit ungefähr 5-6 Jahren und in der Zeit hat Tariq schon mit den Kindern was gemacht. Er hat hier Jugendübernachtung gemacht und war sehr freundlich und die Kinder haben ihn wirklich herzlich geliebt. Wir machen wieder eine Übernachtung, Tariq macht das, dann kommen wir. Doch Tariq beginnt sich zu verändern. Nächtelang sitzt er am Computer, besucht islamistische Gewaltseiten. Also wir nennen das hier hausintern Sheikh Internet. Sheikh Google. Oder Sheikh Google, Sheikh Internet. Es ist einfach so, ich meine, jeder kann was posten, jeder kann ein Video drehen, jeder kann von sich behaupten, er wäre ein Gelehrter, rezitiert eine Koranverse ohne zu beachten, aus welchem Anlass ist diese Verse offenbart worden. 2013 reist Tariq für einige Wochen nach Ägypten, angeblich zum Koranstudium. Nach seiner Rückkehr kommt es zu immer mehr Konflikten. Tariq kann mit dem demokratischen Islamverständnis der Gemeinde nichts mehr anfangen. Ich habe mich gefreut, dass er wieder da ist, und aber gemerkt, dass er vollkommen verblendet war. Er war nicht mehr zugänglich, es war keinerlei Dialoge mehr mit ihm möglich. Um das einfach mal auf den Punkt zu bringen, er hat Gewalt legitimiert. Das ist etwas, was ich von ihm vorher nicht kannte. Er versucht, mich zu korrigieren, obwohl ich der Imam hier bin, obwohl ich über 30 Jahre Religion studiert habe in Al-Azhar-Universität. Aber trotzdem meinte Tariq, dass er das authentische Wissen hat und alles andere, was ich sage, stimmt nicht, und deswegen muss ich mich korrigieren nach Ansichten von Tariq und seinen Autoritäten. Tariq, von islamistischen Hasspredigern auf Linie gebracht, hatte keine Ausbildung, war ein Schulversager. Die Bielefelder Gemeinde hat den Kampf um Tariq verloren. Unterstützung bekommen Menschen wie Tariq von Leuten aus der Szene, die wir während unserer Recherchen kennengelernt haben. Eine Handvoll Salafisten demonstriert hier 2013 vor einer Polizeiwache gegen die angebliche Diffamierung von Muslimen. Organisator ist der Konvertit Sven Lau, Vater von 5 Kindern, ehemaliger Feuerwehrmann. Deshalb frage ich, muss man uns wie Hunde behandeln? Das Maß ist voll. Die Grenze schon längst überschritten. Die Polizei. Unter den Teilnehmern ist auch dieser Mann, der in der Salafisten-Szene liebevoll Onkel Timur genannt wird. Seit Jahren sammelt er Spenden für muslimische Familien in Syrien. Heute kennen wir seine zweite, die gefährliche Seite. Mirza Timur B. steht im Verdacht, Gotteskrieger zu rekrutieren. Hier gibt es keine Dschihad. Dschihad ist aber in Syrien. Da müssen wir hin. Da müssen wir unser Geld spenden. Da müssen wir unsere Sohne spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Wahrheit. Meine liebe Brüder, wenn du 2 Sohne hast, du werdest jüngste Tag gefragt. Warum hast du einen Sohn nicht abgegeben? Zynische Realität. Knapp ein Jahr nach dem Interview stirbt ein Sohn Mirza Timurs in Syrien als Kämpfer des Islamischen Staates. Deine Taten musst du umsetzen, auch wenn du dabei umkommst, auch wenn du Knast gehst. Für Allah subhanahu wa ta'ala, sei bereit zum Sterben und sei bereit zum Knast gehen. Wenn du Knast sitzt, Allah ist mit dir glücklich. Im Internet existieren Propagandavideos, die Mirza Timur beim angeblichen Verteilen von Spendengeldern in Syrien zeigen. Und wir sind die Soldaten von Scharia und wir deswegen kommen jeder aus und gehen spenden, wo nötig ist. Mirza Timur B. sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Er soll Kämpfer nach Syrien geschleust haben für den sogenannten Islamischen Staat und eine Al-Qaida-nahe Terrormiliz. Sein Umfeld spricht von einer humanitären Hilfsaktion.
Mirza Timur B. ist nicht der einzige, gegen den derzeit ermittelt wird. Aktuell werden fast 700 Personen beschuldigt, islamischen Terrorismus zu unterstützen. Der Bundesinnenminister nach den Anschlägen in Paris. Wir haben natürlich viel gemacht. Ich habe das Betätigungsverbot für den sogenannten Islamischen Staat erlassen. Wir haben über 400 Ermittlungsverfahren. Jede Woche wird von der Bundespolizei jemand an der Ausreise gehindert. Wir hindern Betreffende an der Wiedereinreise. Wir haben Durchsuchungen. Wir finden auch Waffen in Wohnungen. Die Zahl der Islamisten in Deutschland nimmt immer mehr zu. Was aber macht die Szene vor allem für junge Menschen interessant? Antworten erhoffen wir uns in Düsseldorf. Hier treffen wir den Islamwissenschaftler Thorsten Gerald Schneiders. Er wertet seit Jahren die Biografien deutscher Dschihadisten aus. Für ihn ist Salafismus eine Protestkultur benachteiligter Jugendlicher. Wenn Sie sich die Jugendlichen dort angucken, dann haben Sie ganz viele Jugendliche auf einem Haufen, sagen wir mal, zusammen, die Probleme haben mit ihrem eigenen Leben, die Schwierigkeiten haben in ihrer bisherigen Gesellschaft, die Schwierigkeiten in der Schule haben, die als Schulversager gelten. Und dann müssen sie sich weiter überlegen, welche Form von Protest können sie im Moment nutzen, um die Gesellschaft zu provozieren, die sie in ihren Augen schlecht behandelt. Da haben sie ganz schnell den Islamismus und den Salafismus. Am schnellsten und leichtesten docken Jugendliche über soziale Netzwerke und Videoplattformen an. YouTube, Facebook und Twitter sind voll mit islamistischer Propaganda. Die Bildästhetik erinnert an moderne Videospiele und hat nichts mehr zu tun mit Handy-Amateurvideos. Wir wollen wissen, wer steckt hinter dieser professionellen Propaganda? Ein Name taucht immer wieder auf: Salafi Media. Er ist einer von denen. Auffällig, es gibt auch Videos auf Deutsch. Er ist einer von denen, der keine Entschuldigung sucht. London, unser nächstes Ziel. Hier werden viele Propagandavideos der radikal-salafistischen Szene hergestellt, vor allem von Salafi-Media. Im Jahr 2012 gelingt es uns, ein wohl einmaliges Interview mit den Machern des Mediendienstes zu vereinbaren. Wir treffen uns in der Nähe des Flughafens Heathrow. Der Mann hinter den Filmen, hier im braunen Kaftan, heißt Abu Walid. Die radikalen Botschaften des 35-Jährigen sind auch in Deutschland bei Salafisten sehr beliebt. Unser Treffen missbraucht er anfänglich für eine Hasspredigt. Terrorisiere sie mit deinen Reden. Terrorisiere sie mit deinen Worten. Terrorisiere sie mit allem, was Allah dir gegeben hat. Deine Augen, deine Ohren, deine Zunge, nutze sie für Allah. Das Internet ist für ihn eine der wichtigsten Waffen im Propagandakrieg der Kulturen. Er und Salafi Media profitieren von der Meinungsfreiheit in der westlichen Welt, die sie bekämpfen. Wir leben in einer postmodernen Zeit mit viel Technologie und Medien, die jeder nutzen kann. Und ich denke, jede radikale islamische Organisation oder Gruppe, ob nun Leute wie ich oder Leute von Al-Qaida, nutzen die Technologie zu ihrem eigenen Vorteil. Wir leben in einer Zeit des Kampfes um Herzen und Gedanken. Und ich denke, es ist ziemlich klar, dass die Moslems gewinnen werden. Abu Walid lehnt das demokratische System ab. Zeitgleich lebt er von Sozialleistungen des Staates. Seiner Meinung nach sollten Popmusik und westliche Filme am besten verboten werden. Doch genau dieser Mittel bedient er sich. Salafi Media ist eine Plattform dafür, aber wir haben es in einer einzigartigen Weise getan. Wir sind in die Subkultur der Jugend eingetaucht. Wir nutzen, was sie gewohnt sind, von den Computerspielen und der Musikindustrie. Wir orientieren uns an deren Stil, deren Grafiken, nutzen ihre Stars. Und deswegen ist es etwas Einzigartiges, das nicht langweilig ist, nicht belehrend. 10.000 Menschen schauen Salafi Media jeden Tag. Manche Filme erreichen jede Ecke der Erde. Zurück in Deutschland. Wir treffen den Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Er seziert mit uns die Islamistenpropaganda und ihre Wirkung. Äh,
Die Dramatisierung durch Zeitlupe, die Verlangsamung, die garantiert natürlich eine optimale Sichtbarkeit, aber auch gleichzeitig vermittelt sie etwas Erhabenes. Also die Bewegung bekommt etwas Erhabenes. Der Moment ist besonders. Ja? Also die Zeit scheint stehen zu bleiben in diesem Moment. Eine Ästhetik aus Kriegs- und Actionspielen spreche die Sehnsucht nach Körperlichkeit und Abenteuerlust an, gerade bei jungen Männern. Das alles wirke auf die Sinne und nicht auf den Verstand. Und Emotionen könne man mit einer sachlichen Aufklärung schwer beikommen. Ich fürchte, dass man auf eine Propaganda, die so stark über das Sinnliche und diese Abenteuerlust und auch die Gewaltlust argumentiert, dass man da schwer etwas dagegen setzen kann, was nicht mit denselben Mitteln agiert. Und dann wäre man quasi auf demselben Niveau. Das heißt, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, eine Gegenpropaganda zu entwerfen dazu. Wie schwierig das ist, zeigt erneut die Begegnung mit überzeugten Islamisten. Nach langer Recherche bekommen wir Einblicke in die islamistische Parallelwelt, auch der Frauen. Exklusiv treffen wir deutsche Anhängerinnen der Szene. Eine bekennt sich zu Al-Qaida. Sie wird von den deutschen Sicherheitsbehörden beobachtet. Die Konvertitin ist gebildet, belesen und äußerst radikal in ihren Ansichten. Einen Widerspruch in Demokratie und Islam? Ja, hundertprozentig. Also der Islam ist gegliedert in verschiedene Strukturen. Und es ist das, was man hier in den Bereich Politik legen würde, ist im Islam schon geregelt. Das ist alles in der Religion geregelt und festgelegt. Wir brauchen keine Demokratie. Und im Grunde genommen glaube ich, dass Europa auch keine Demokratie braucht. Sie konvertierte zum Islam auch aus Verachtung für die westliche Welt. Die Religion in ihrer Reinform ist für sie die konsequenteste Ablehnung des kapitalistischen Systems. Wir wollen keine Integrationsarbeit. Wir brauchen diese Integrationsbüros nicht. Wir lachen darüber. Wir brauchen keine Sprachkurse. Wir brauchen keine Sozialarbeiter. Wir brauchen keine Ämter, die sich großartig um uns kümmern. Wir möchten das alles gar nicht haben. Wir würden gerne in einem islamischen Staat leben, weil das ist das, was sich jeder Muslim wünscht. Und wir hoffen auch, dass er aufgebaut wird. Ganz ähnlich denken auch Anhänger der salafistischen Organisation Milatu Ibrahim. Ihr Zentrum war in dieser Solinger Hinterhofmoschee. Weil sie offen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wetterten, wurde sie 2012 verboten. Von hier aus zogen zahlreiche Islamisten in den Krieg nach Syrien und Irak. Am 1. Mai 2012 war die Moschee Ausgangspunkt für gewalttätige Ausschreitungen. Auslöser war die Demonstration rechtsradikaler Islamhasser. Wenn Ihnen da drüben das nicht passt, dann gehen Sie nach Hause, packen Sie den Koffer. Ein Deutsch-Türke namens Abu Ibrahim heizt die Stimmung weiter auf. Wer muss sich integrieren? Wer? Wen gehört diese Welt? Wen? Wen gehört diese Welt? Deutschland? Sind wir in Deutschland? Nein. Wir sind auf der Welt von Allah. Wir sind auf der Welt Allah und ihr müsst euch integrieren. Nicht wir. Potenzieller Killer! Potenzielle Killer! Haltet sie auf! Schickt sie in ihre Heimat! Das ist unser Land! Das ist unser Land! Die Situation eskaliert. Die Salafisten attackieren mit Stöcken und Steinen. Die Polizei greift ein. Einige werden festgenommen. Unter ihnen ist auch dieser Mann, Abu Dawud. Bürgerlich heißt der Konvertit Michael N. Laut Verfassungsschutz verlässt er 7 Wochen danach Deutschland Richtung Ägypten, schließt sich später dem sogenannten Islamischen Staat an. Heute ist Abu Dawud Teil der Propagandamaschinerie der Terrorgruppe. An meine lieben Geschwister in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, macht euch auf den Weg. Macht euch auf den Weg. Macht euch auf den Weg. Sitzt nicht mit den Schmutzigen. Noch vor 2 Jahren war Michael N. in deutschen Innenstädten unterwegs. Das belegt dieses Propagandavideo. Wie andere Salafisten verteilte er im Rahmen der Lease-Aktion Gratis-Korane, wie hier in Detmold. In seiner Nähe taucht immer wieder dieser junge Mann auf. Robert Baum, hier rechts im Bild. Er ging zur Bundeswehr, wollte Panzerfahrer werden, aber scheiterte.
Über einen Freund kam er zu den Salafisten. Als diese Aufnahmen entstehen, ist er schon fest eingebunden in das Netzwerk. Wir werden alle sterben und wir werden alle vor Gott stehen. Wir treffen seinen ehemaligen Rechtsanwalt Burkhard Beneken. Er vertrat Robert, nachdem er mit einer Anleitung zum Bombenbau erwischt worden war. Der Anwalt beschreibt die Radikalisierung des jungen Deutschen. Also ich habe den Eindruck, dass Robert eine Marionette war, die von anderen gelenkt wurde. Das war ein Netzwerk, wo er ein kleines Rädchen war, wo man jemanden missbraucht hat für Gedanken, die ursprünglich gar nicht Roberts Gedanken waren. Also Roberts Mutter hat immer gesagt, das muss Gehirnwäsche gewesen sein, was sie mit meinem Sohn gemacht haben. Er war 6 Wochen in Ägypten in diesem Camp und innerhalb dieser kurzen Zeitspanne von gerade mal 6 Wochen hat er sich komplett in seiner Persönlichkeit verändert. Vom friedliebenden, ungefestigten, schüchternen Menschen auf einmal zum terroristischen Gewalttäter. 2012 verlässt Baum Deutschland gen Syrien und schließt sich dem Islamischen Staat an. Im Januar 2014 sprengt er sich bei einem Selbstmordattentat in die Luft, reißt rund 50 Menschen mit in den Tod. Die Fotos zeigen ihn wenige Augenblicke vor dem Anschlag. Sicher war mein Eindruck, dass Robert immer mehr ins Extreme wollte. Ja? Und dies zunächst Linksradikale oder auch Rechtsradikale war ihm dann schon zu harmlos, er wollte mehr. Und jetzt gab es die Möglichkeit, im Prinzip weltweiten Terror zu verbreiten. Ja? Es ging jetzt mit Bombenbauplänen zunächst nach England, geplant war eine Weiterreise nach Syrien. Dieses große Netzwerk, was ihm dort vorgegeben worden war, reizte ihn natürlich wahnsinnig. Und er sprach dann auch konkret von terroristischen Anschlägen. War es früher noch die bloße Parole, die ihm gereicht hat, wollte er jetzt immer mehr. Und Robert Baum war nicht der einzige Deutsche, der in Ägypten radikalisiert wurde. Neben dem Selbstmordattentäter hielten sich weitere sogenannte Gotteskrieger aus dem deutschsprachigen Raum zeitweise dort auf. Mohammed Mahmoud. Er kämpft heute in Syrien, genauso wie Ex-Rapper Deso Dog, Geburtsname Dennis Kuspert, der beim Terrornetzwerk IS kämpft. Abu Dawud, alias Michael N., der auf der Demo in Solingen festgenommen wurde. Warum Ägypten? Das Land war vor 2 Jahren ein beliebtes Reiseziel für Gotteskrieger aus aller Welt. Denn nach den Unruhen des arabischen Frühlings gewann die islamistische Moslembruderschaft die Wahlen. Als neue Machthaber protegierten sie die Radikalen. Zur Einreise reicht für Deutsche bis heute der Personalausweis. Im Sommer 2013 vertrieb das Militär die Moslembrüder aus der Regierung und fährt heute eine harte Linie gegen die Islamisten. Wir sind verabredet mit einem, der 30 Jahre lang Extremisten jagte. Unser Treffen findet am Tag nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo statt. General Saif El-Yazal war Teil des berüchtigten Militärgeheimdienstes des Landes. Solange der sogenannte Islamische Staat existiert, sagt er, werden noch viele Europäer militärisch ausgebildet und möglicherweise zurückkehren. ISIS, their plan. ISIS, ihr Plan ist, in der nächsten Zeit noch mehr Operationen in Europa durchzuführen. Warum? Mit jedem erfolgreichen Anschlag überzeugen sie noch mehr junge Leute, ihnen zu folgen, weil es ein Abenteuer für sie ist. Sie gehen in eine andere Welt. Also, bitte stellen Sie sicher, erlauben Sie nicht, dass solche Operationen erfolgreich sind. In Europa, in Deutschland, in anderen Ländern. Wenn sie Erfolg haben, kommen noch mehr. Seiner Meinung nach müsse die Welt Bodentruppen gegen den IS schicken. Und er hat auch einen Rat im Umgang mit den kampferprobten Islamisten. Die müssen Sie im Auge behalten. Die müssen Sie überwachen. Sie können zurückkommen. Sie geben ihnen den Eindruck, sie wären normale Leute für 2, 3, 6 Monate. Denen wurde gesagt, sie sollen sich so verhalten, wurden so trainiert, sich normal zu verhalten mit ihren Familienleben. Und danach machen sie ihre Arbeit. Wir müssen wirklich ein Auge auf die werfen. Ich habe 30 Jahre meines Lebens im Geheimdienst gearbeitet. Ich weiß, wovon ich rede. Ägypten ist politisch und religiös ein tief gespaltenes Land. Islamische Fundamentalisten und die Demokratiebewegung stehen sich unversöhnlich gegenüber. Mitten in Kairo, die Moschee der Al-Azra-Universität.
ein bedeutendes Zentrum der Islamwissenschaft. Ein Teil ihrer Professoren und mehr als 100 islamische Gelehrte verfassten einen Brief, verbreitet über Social Media. Ihr Adressat? Abu Bakr al-Baghdadi, der selbsternannte Kalif des islamischen Staats. Sachlich listen sie ihre Argumente gegen die Praktiken der Terrormiliz auf. Darin heißt es unter anderem: Es ist im Islam verboten, Unschuldige zu töten. Die Wiedereinführung der Sklaverei ist im Islam verboten. Es ist im Islam verboten, Frauen ihre Rechte zu verwehren. Es ist im Islam verboten, Menschen zu foltern. Es ist im Islam verboten, Tote zu entstellen. Einer der Unterzeichner ist Professor Salim Abdul Jalil. Er verurteilt auch die Attentate von Paris, obwohl er die Mohammed-Karikaturen als beleidigend empfand. Sie dürfen niemanden töten, egal ob sie die Haltung der Muslime vertreten oder nicht. Gewalt ist im Islam total verboten. Es gäbe auch viele andere Möglichkeiten als Gewalt. Sie hätten versuchen können, rechtlich gegen die Zeitung vorzugehen. Einfach nur, damit Moslems der Zeitung zeigen, dass sie gegen die Karikaturen sind. Was manche junge Menschen machen, auch noch im Namen des Islams, ist schlimm. Unsere Religion akzeptiert keine Gewalt. Sie können eine andere Meinung niemals mit Gewalt widerlegen. Das geht nur durch gute Argumente. In der Diskussion. Der Brief sei ein Mittel, um den islamischen Extremisten zu begegnen, sagt er. Aber vor allem zähle das persönliche Gespräch. Bei mir standen schon viele junge Männer, die wollten sich dieser Terrororganisation anschließen, der ISIS. Sie glaubten an deren Ideologie, aber ich konnte mit ihnen diskutieren, Gott sei Dank. Alle haben auf meinen Rat gehört. Keiner hat Ägypten verlassen. Das autoritäre Regime Ägyptens setzt auch auf harte Strafen gegen Islamisten. Bisher haben sich nur 360 Ägypter dem islamischen Staat angeschlossen. Zum Vergleich, aus der EU zogen fast 4000 junge Menschen in den Krieg nach Syrien und Irak, 1130 aus Frankreich, 550 aus Deutschland, 500 aus England, 300 aus Schweden und 300 aus Belgien. Was bringt der Plan der Bundesregierung, zukünftig Personalausweise einzubehalten, die Ausreise in Kriegsgebiete unter Strafe zu stellen? Das mag die Reise dorthin verhindern, macht aus Islamisten aber noch lange keine Demokraten. Wir fragen uns, wie lässt sich die Radikalisierung in Deutschland stoppen? In Leipzig tagt eine Gruppe von Ausstiegsprofis. Sie helfen Nazis und Sektenmitgliedern. Jetzt kümmern sie sich auch um Islamisten und ihre Familien. Das Problem, was uns auf die Füße fällt, ist das Fehlen von Strukturen und Netzwerken. Das heißt, es gibt unheimlich viele Leute, die Bescheid wissen, die aber alle einzeln vor sich herwursteln. Das heißt, hier stärker zu vernetzen und stärker auch in die Prävention zu gehen. Das heißt natürlich nicht nur immer erst zu reagieren, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sondern viel, viel stärker in die Prävention zu gehen. Da ist also noch Handlungsbedarf. Aber das ist sicher nur ein Baustein, um gegen die Radikalisierung vorzugehen. Islamismus ist für immer mehr junge Menschen die Antwort auf Scheitern, Frust und Ausgrenzung. Die Gesellschaft muss ihnen Perspektiven bieten, sonst werden die extremistischen Gruppen weiter Zulauf haben.